Und noch ein Video heute. Ich finde, man merkt, dass ich gerade Urlaub habe. Dann sprudelt es immer ziemlich. Also das ist ein Video zum Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft und auch ein bisschen ein Versuch der Selbsteinordnung. Also in welcher Tradition steht das hier? In welcher innereuropäischen Denktradition? Also ich sehe es so. Ich bin halt sehr stark geprägt von einer innereuropäischen Denktradition, was das Verhältnis Individuum und Gesellschaft angeht, die immer sehr stark betont hat, dass paradoxerweise die Gesellschaft dem Individuum vorausgeht. Vielleicht ist das auch gar nicht so paradox, aber Namen, mit denen man das verbinden könnte, beginnt eben bei Solon und Kleisthenes meines Erachtens und zieht sich dann eben über Namen wie zum Beispiel Aristoteles, Thukydides, auch teilweise Hobbes oder Hegel, bis hin zu Luhmann. Das sind also alles Leute, die das Verhältnis so denken, dass sozusagen die Gesellschaft das Individuum mehr prägt, als das Individuum die Gesellschaft jemals prägen kann. Also dass da ein asymmetrisches Verhältnis herrscht und die das für realistisch hält. Vielleicht mit einem kleinen Dreh, den ich eben aus der Antike nehme, weil ich eben sozusagen, damit das Individuum sich dann nicht von der Gesellschaft bevormundet, unterdrückt oder in irgendeine Form von Konformismus gepresst sieht, also was man dann vielleicht unter Freiheitsliebe oder Liberalismus oder so fassen könnte, wenn man es überhaupt so nennen will, ist eben sozusagen der Dreh, dass gerade aus dieser Anerkennung, dass das eben die Gesellschaft das Individuum mehr prägt, als das umgekehrt das Individuum die Gesellschaft jemals prägen kann, zurückprägen kann, dass genau wir deswegen Politik brauchen in einem eher antiken Sinn. Also und Politik hat dann praktisch den Zweck, in Anerkennung dieses Verhältnisses, das die Gesellschaft uns alle prägt, die Gesellschaft als Individuum zurückprägen zu können, aber in einer gemeinschaftlichen Form, die dann eben nicht wieder eine Unterdrückung anderer ist oder ein ständiger Kampf um Herrschaft, und dass das eben der Zweck von Politik ist. Und das hat dann eben Folgen dafür auch, wie Politik gebaut sein muss, also wie Politik institutionalisiert sein muss, verfassungsmäßig. Und das sehe ich eher in antiken Formen gegeben. Also ich sehe sozusagen als Ziel tatsächlich eine Zirkularität zwischen Gesellschaft und Individuum, die aber eben nur dann gegeben ist, wenn eben auch alle Politik machen. Also wenn alle politische Wesen sind oder eben, um es antik zu fassen, wenn eben alle Bürgerinnen sind, Bürger oder Bürgerinnen. Ich würde heute immer lieber sagen, Bürgerinnen als Inklusionsbegriff, also wie könnte man das sagen, generisches Femininum, ja, also wenn ich sage Bürgerinnen, sind Bürger mitgemeint. Also wir brauchen eine Gesellschaft, in der sozusagen wir mit der Tatsache, dass die Gesellschaft uns mehr prägt, als wir als Einzelne, als Private die Gesellschaft prägen können, wo wir damit so umgehen, dass die Gesellschaft nicht für uns zu einer Zumutung wird, zu einer Art Naturgewalt, der gegenüber wir passiv gegenüberstehen oder der wir nur rein ausgesetzt sind, die wir nur erleiden, aber ohne sie selbst gestalten zu können. Das heißt, in einer wirklich politischen Gesellschaft ist es so, dass wir vielleicht immer noch unter der Gesellschaft leiden, aber wir sind selbst gewesen. Also wir sind sozusagen Opfer und Täter zugleich. Wir sind Aktive und Passive zugleich, indem eben eine Zirkularität institutionalisiert wird. Das heißt, ganz klassisch formuliert, alle, die regiert sind, sind gleichzeitig auch Regierende. Alle, die Gesetzen unterworfen sind, sind gleichzeitig Gesetzgebende. Und das ist dann eben sehr gut fassbar im Begriff der Isonomie. Also Isonomie bedeutet sehr viel mehr als Gleichheit vor dem Gesetz, wie wir das eben heute oft denken, so nach der Devise, vor dem Gesetz sind alle gleich. Nee, Isonomie bedeutet noch was anderes. Es bedeutet, dass alle gleichermaßen Gesetzgeber sind. Also dass alle gemeinsam gleich viel die Gesetze gemacht haben, denen sie hernach, nachdem die Gesetze gegeben sind, ausgesetzt sind. Und das aber in einem permanenten Zirkel, in dem es natürlich dann auch sehr viel leichter ist, Gesetze anzupassen und zu verändern, ohne dass wir über diese Gesetzesänderungen permanent in Streit geraten. Also in einen Streit der Milieus, in einen Streit der Schichten und Klassen, in einen Streit der Lager, in einen Streit der Regionen und so weiter. Diese Form von Streit ist hoch unproduktiv dafür, dass wir gemeinschaftlich die Gesetze anpassen. Und deswegen braucht es eben auch nicht streitförmige, nicht lagerförmige, nicht parteiförmige Formen von Politik. Das hat man in der Antike meines Erachtens sehr viel besser begriffen als heute. Also wie wir das hinkriegen, dass das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft ein ausgeglichenes Verhältnis ist, ein zirkuläres Verhältnis, und dass sich das nicht von alleine herstellt, das hat meines Erachtens die griechische Antike einfach sehr viel besser gemacht, als wir es heute machen. Und das, obwohl sie so viele Schlagseiten hatten, obwohl es eine frauenfeindliche, sklavenhalterische, extrem militaristische, extrem aristokratische, extrem maskulinistische und was man noch alles sagen kann, Gesellschaft war, hat sie eine Sache sehr viel besser begriffen, nämlich wie ein gutes Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft herstellbar ist, und das institutionell. Das hat sie hingekriegt über
Politisierung, über Demokratisierung, und das sind letztlich, wenn man die griechische Antike anschaut, Synonyme. Also eine demokratischere Gesellschaft ist deswegen eine politischere Gesellschaft, weil sie über den Mechanismus der Demokratie, über das demokratische Losverfahren, alle Bürger politisiert, also von Privatpersonen überhaupt erst zu Bürgern macht, durch die politische Praxis selbst, durch die gemeinschaftliche politische Aktivität, von der eben dann auch niemand ausgeschlossen sein darf, in die förmlich die Bürgerschaft hineingesaugt wird. Das ist das Problem gewesen seit Solon. Also bei Solon bereits können wir erkennen, dass Solon große Ambitionen hatte, seine athenischen Mitbürger zu politisieren, also sie aufzufordern, teilzunehmen an Politik. Nur ist ihm das nicht gelungen. Und nach Solon kam dann eben die Tyrannis des Peisistratos, also nach heutigen Begriffen eine Diktatur. Geschafft hat das erst Kleisthenes bzw. die kleisthenischen Reformen durch den Mechanismus des demokratischen Losverfahrens. Deswegen ist Losverfahren, Politisierung und Demokratisierung sind das eigentlich zeitgleiche oder eben Vorgänge oder eben synonyme Begriffe. Wir brauchen das heute auch. Deswegen brauchen wir geloste Bürgergremien, deswegen brauchen wir das Losverfahren verfassungsmäßig. Und dadurch kriegen wir ein Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, wo wir nicht mehr ohnmächtig vor unserer Gesellschaft stehen und sagen, warum ist denn das so scheiße? Warum ist Politik so scheiße? Warum sind die Gesetze so scheiße? Warum ist unser Miteinander so scheiße? Sondern wo wir, selbst wenn es scheiße ist, es selber gewesen sind, weil wir es selber zu verantworten haben, weil wir halt alle Politik machen. Und nicht einige wenige für uns stellvertretend. Also der Kernirrtum der Moderne ist letztlich auch so fassbar, dass wir auf Repräsentation setzen. Und Politik ist einer der ganz wenigen Fälle, wo Repräsentation eine ganz, ganz dumme Idee ist. Also wir wählen Leute und die machen dann für uns Politik. Nein, genau, Politik ist etwas, das wir selber machen müssen. Ja? Alle gemeinsam. Politik darf nicht professionalisiert werden. Ja, wir brauchen Profi-Politiker, wir brauchen Berufspolitiker, aber für ganz, ganz andere Dinge. Letztlich als Exekutive, als oberste Staatsbeamte, die wir von mir aus gerne weiterhin wählen können. Ich wäre dann immer für eine Direktwahl von einzelnen Kandidaten für einzelne Ämter. Also nach der Devise, wir wählen da einfach mal jemanden ins Amt, dann wird jeder Einzelne, der gewählt ist, von einem eigenen gelosten Bürgergremium, das immer wieder neu zusammengesetzt wird, muss derjenige sich rechtfertigen, wie vor einem Aufsichtsrat oder einem, weiß ich gar nicht, wie man das dann nennen, der halt die Arbeit abnimmt, der sich die Arbeit anschaut, aber eben das muss ein gelostes Gremium sein, und dieses geloste Gremium hat dann eben auch das Entscheidungsrecht, darf dieser Mensch, den wir ins Amt gewählt haben, weitermachen oder wird er entlassen? Und dann, wenn er eben entlassen wurde, wird er wieder neu gewählt von uns allen. Das scheint mir ein funktionaler Mechanismus zu sein unter Großgesellschaftsbedingungen. Also in großen, komplexen, dynamischen, differenzierten Gesellschaften müssen gewählte Politiker überwacht werden, regelmäßig, vierteljährlich, halbjährlich, von einem gelosten Gremium, das extra zu diesem Zweck zusammentritt, um sich die bisherige Arbeit des Politikers anzuschauen, im letzten Vierteljahr, im letzten halben Jahr. Und wenn dieses geloste Gremium immer wieder neu, also immer wieder ein anderes gelostes Gremium zu dem Ergebnis kommt, gemeinschaftlich, ja, derjenige hat gute Arbeit gemacht, das war im Kern gemeinwohlorientiert, das dient uns allen, dann darf dieser Mensch weiter im Amt bleiben und muss sich auch nicht neuen Wahlen stellen oder so. Und dann, wenn wir also so ein gelostes Gremium sagt, nein, das war keine gute Amtsverwaltung, keine gute Exekutive, dann wird derjenige entlassen, egal ob jetzt eine Bürgermeisterin ist oder ein Minister oder eine Ministerpräsidentin oder ein Kanzler oder irgendwas. Jedes exekutive Amt hat über sich so ein gelostes Gremium, das eben auch das Entlassungsrecht hat. Und dann, wenn derjenige entlassen wurde, wird wieder neu gewählt. Parteien können Kandidaten aufstellen aus ihren eigenen Reihen oder irgendwelche komischen Experten. Und dann haben wir eben eine reine Personenwahl, wo wir eben Leute dann auch direkt bestimmen, wer kommt ins Amt. Und ich gehe davon aus, dass bei einer solchen Wahl dann eben auch sowas wie Kompetenzen, Sachkompetenz und wie viel hat jemand schon Kontakt gehabt mit dem Bereich, eine sehr viel größere Rolle spielen als im derzeitigen Parteienkalkül, wo halt auch Leute ämtermäßig und pöstchenmäßig rein machtpolitisch berücksichtigt werden müssen. Das ist einfach ein sehr viel schlechterer Mechanismus als der, den ich hier gerade skizziere und vorschlage. Und gleichzeitig haben wir eben diese sehr viel stärkere Anbindung ans Gemeinwohl, an die Gemeinschaft als Ganze, indem eben das Gremium, das gewählte Politiker überwacht, ein gelostes Gremium ist. Und so kriegen wir halt eine Politik, die auch bezogen auf die Exekutive sehr viel integrativer ist und sehr viel mehr uns auch abverlangt, weil wir eben alle immer wieder mal, wenn das Los halt auf uns fällt, in die Politik müssen, um unseren politischen Dienst zu tun und also in einem wirklich gehaltvollen Sinne Bürgerinnen zu sein, ja, die also aktive politische Wesen sind. Und dadurch kriegen wir eine Zirkularität hin, wo wir Gesellschaft sehr viel weniger erleiden und sehr viel mehr machen, sehr viel mehr gestalten, und das wir alle. Das ist das, was das demokratische Losverfahren leistet und warum wir es brauchen, um sozusagen genau dieses Verhältnis
Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft ins Gleichgewicht zu bringen, zu einem zirkulären Verhältnis zu machen, wo die Gesellschaft uns formt, aber wir genauso zurück die Gesellschaft formen, in einem ewigen Kreis der Reform letztlich. Ja, wir verändern uns, da müssen sich natürlich auch die Politik verändern, da müssen sich die Gesetze verändern. Und das kriegen wir nur in dieser Zirkularität, die durch die Demokratie, durch das demokratische Losverfahren gestiftet wird, kriegen wir das überhaupt hin. Und dann ist es eben auch so, dass wir den Staat nicht als fernes bürokratisches Gebilde erleben, sondern dass wir es so erleben, wir selbst sind der Staat, wie wir es manchmal jetzt heute rhetorisch haben. Also manche Politiker sagen das auch heute schon so, ja, wir sind ja selber der Staat. Naja, damit aber hinter diesen Worten auch was steht, brauchen wir den politischen Prozess ganz anders, als wir ihn bisher machen. Wir brauchen andere politische Institutionen. Wir brauchen andere Verfahren. Kurz, wir brauchen halt geloste Gremien. Wir brauchen das demokratische Losverfahren, um es überhaupt so zu erleben, dass wir selber der Staat sind, indem wir eben erleben, dass wir selber die Gesetze machen und dass wir selber unsere gewählten Politiker überwachen und dadurch aus wirklichen, echten Einfluss auf die Politik haben, der wir dann hernach wieder als Privatpersonen ausgesetzt sind, im Guten wie im Schlechten. Ja. Und das heißt nicht, dass geloste Gremien unfehlbar wären. Das heißt nicht, dass geloste Gremien Dinge entscheiden, wo wir hinterher sagen, oh mein Gott, hätten wir das mal anders entschieden. Aber der Lernprozess ist einfach sehr viel besser, weil sozusagen das, was wir da verbocken, dann im Alltag wieder auf uns zurückwirkt und wir aus dem Alltag immer wieder in die Politik gehen. Also wir kriegen halt diese Zirkularität von Folgen von Gesetzen und Gesetzgebung sehr viel besser hin, indem wir losen. Und das hat, denke ich, die griechische Antike irgendwann sehr viel besser verstanden, als wir es dann verstanden haben. Und leider geht eben der Verfall dieses Verständnisses schon los bei den Griechen selber. Nach meinem Dafürhalten erkennbar im 4. Jahrhundert vor Christus haben die bereits die Griechen selber nicht mehr kapiert, was sie da getan haben. Leider. Weil halt diese Demokratie, die sie da geschaffen haben, sehr unvollständig, sehr unvollkommen war, dadurch in zahlreiche Probleme und Krisen geraten ist. Und aus diesen Problemen und Krisen der antiken Demokratie hat sich leider etwas entwickelt, was man nur als konzeptionellen Verfall, als auch denkerischen Verfall sehen kann. Und diesen Verfall sehe ich bereits im 4. Jahrhundert vor Christus am Werk, also bei eben Gestalten wie Platon, Aristoteles, Isokrates, Thukydides. Das sind Leute, die nicht mehr verstanden haben, was Politik eigentlich leistet, was Demokratie eigentlich leistet und warum Politik und Demokratie so gebaut sein müssen, wie sie mal von Solon und vor allem von Kleisthenes erdacht und eingeführt worden sind. Also, und wir sind halt Erben dieses Verfalls, der bereits seit 2400 Jahren leben wir diesen Verfall an reflexivem Niveau, das die antiken Griechen in einer sehr kurzen Zeit aus sehr leidhaften Erfahrungen heraus entwickelt haben. Also kurz gesagt, die Hochzeit des politischen Denkens bis heute war nicht Platon und war auch nicht die Moderne oder Neuzeit, sondern die Hochzeit des politischen Denkens in Europa war tatsächlich das 6., 5. Jahrhundert vor Christus. Da hatten wir das höchste politische Reflexionsniveau, da hatten wir das höchste Verständnis dafür, was ist denn überhaupt Politik, was ist denn überhaupt Demokratie, was heißt überhaupt Freiheit für den Menschen, was ist denn ein gutes Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum. Ja, und das hat man in der Zeit sehr viel besser begriffen als irgendwann später danach und deswegen eben immer wieder dieser Rückgriff auf diese Zeit, die griechische Antike, aber eben die griechische Antike im 6., 5. Jahrhundert, nicht die griechische Antike danach. Das war schon ein Verfall an Verständnis von dem, was sich sozialdynamisch zwischen uns entfaltet, wenn wir eben keine Politik haben, wenn wir keine allgemeine politische Beteiligung aller Bürgerinnen haben, wie sie ja die Griechen ja auch in vollständiger Form nie entwickelt haben. Das war immer ein großes, großes Manko. Aus diesem großen Manko sind viele Probleme entstanden und dann hat man leider nicht diese Probleme gelöst, sondern hat eine Ausfahrt in eine andere Richtung genommen. Also man hat nicht weitergearbeitet an den guten Ansätzen, die sich im 6., 5. Jahrhundert entwickelt haben, sondern hat diese guten Ansätze einfach einkassiert, platt gemacht und ist dann in eine ganz andere Richtung gegangen, vor allem mit Platon. Und das war ein großer Fehler, eine ganz, ganz grundlegend falsche Weichenstellung für die weitere politische Entwicklung, zunächst Europas und dann vermittelt über Europa in der ganzen Welt. Also Europa hat politisch die ganze Welt, die heutige globale Welt, extrem geprägt über den europäischen Kolonialismus. Also überall auf der Welt, auch in Ländern wie, was weiß ich, China oder Russland oder was weiß ich, Brasilien, leben wir in den Ausläufern europäischer Ideen von Politik, aber leider sind diese europäischen Ideen von Politik vollkommen verwässert oder ich weiß gar nicht, auf den Hund gekommen, korrumpiert oder eben Verfallsformen, die Erben eines politischen konzeptionellen Verfalls sind, der in sich in Europa bereits im 4. Jahrhundert vor Christus ereignet hat. Und wir haben uns von diesem Verfall niemals wieder erholt. In der ganzen Moderne nicht bisher, in der ganzen Neuzeit nicht bisher. Die ersten wieder progressiven, vielversprechenden Ansätze finden sich in jüngster Vergangenheit, ungefähr seit den 1970er Jahren und verbinden sich dann also mit Namen wie, was weiß ich, in Deutschland Peter Diehne oder in Amerika James Fishkin.
Das sind dann so Leute, die allmählich wieder verstanden haben, dass wir Politik wahrscheinlich ganz grundsätzlich anders machen müssen, verfassungsmäßig anders machen müssen, wenn die Sache auch nur halbwegs gut gehen soll. Und eine wirkliche Glanzleistung hat dann meines Erachtens haben dann Leute vollbracht, wie eben zum Beispiel der belgische Polithistoriker David van Reybroek oder der polnische Politologe Marcin Gerwen. Das sind Leute, die also wirklich ganz fundamental etwas verstanden haben, was zuletzt in aller Tiefe und allem Umfang verstanden wurde, wahrscheinlich im 5. Jahrhundert vor Christus von eben Leuten, was weiß ich, wie unmittelbar nach Kleisthenes Leute oder Leute wie Aeschylus, ja, der Dramatiker, der da erkennbar ein tiefes, tiefes, profundes Verständnis das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft hatte und eben auch von den Sozialdynamiken und Soziallogiken, die sich entfalten mit Politik und ohne Politik, mit Demokratie und ohne Demokratie, mit allgemeiner Politisierung durch das demokratische Losverfahren und ohne allgemeine Politisierung durch das demokratische Losverfahren. Also da ist ein Reflexionsniveau gegeben gewesen, das seither nicht mehr erreicht wurde, bis in die jüngste Vergangenheit hinein. Und jetzt in der jüngsten Vergangenheit gibt es wieder produktive Ansätze. Ich würde sagen, aus unseren eigenen gesellschaftlichen Krisen heraus, so wie sich eben auch im antiken Griechenland dieses hohe politische Reflexionsniveau aus gesellschaftlichen Krisen ergeben hat. Also Solon und Kleisthenes haben ganz sicher die Dinge so gedacht und gemacht, wie sie sie gedacht und gemacht haben, weil es eben sonst nicht funktioniert hat. Also aus einer tiefen, tiefen Krise der griechischen Gesellschaft. Wir heute leben auch in einer unglaublichen Verfassungskrise, in einem ganz unguten Verhältnis, wo wir im Grunde alle gemeinschaftlich Opfer unserer eigenen Gesellschaft, also von uns selbst sind, durch den Zustand unvollständiger, also nicht mal ansatzweise vollständiger Politisierung und einer Demokratie, die nur mit sehr viel gutem Willen so genannt werden kann, im Grunde aber ein unglaubliches demokratisches Defizit hat, weil eben allgemeine politische Beteiligung eben gar nicht verfassungsmäßig vorgesehen ist, während wir sie aber gleichzeitig dringend brauchen, um eben nicht Opfer der Gesellschaft, sondern Gestalter der Gesellschaft zu sein. Und das ist das, was Politik wirklich leistet, das ist, was Demokratie wirklich leistet, wenn sie halt real institutionell gegeben ist. Und das ist der Schritt, den wir jetzt gehen müssen. Wir müssen die Gesellschaft politisieren, wir müssen die Gesellschaft demokratisieren in einer konstruktiven Weise, in der wir tatsächlich von der Expertise von uns allen konstruktiven Gebrauch machen. Das heißt, wir holen uns diese Alltagsexpertise, die wir alle haben, von ganz verschiedenen Alltagen, weil wir eben in völlig verschiedenen privaten Welten leben. Wir holen uns die rein in die Politik, indem wir eben losen, indem wir geloste Gremien, geloste Bürgerräte, geloste Bürgerkonvente, geloste Bürgerversammlungen zu einem zentralen Bestandteil des Normalbetriebs von Politik machen, des alltäglichen Betriebs von Politik machen, indem wir Gesetzgebungsprozesse über geloste Gremien spielen und indem wir eben auch die Kontrolle unserer gewählten exekutiven Berufspolitiker auch über geloste Gremien handhaben. Das ist das, was wir brauchen. Das führt zu einer allgemeinen Politisierung der Gesellschaft und das führt dazu, dass wir alle Gestalter und Macher der Gesellschaft werden, statt dass wir eben Opfer von Gesellschaft sind und nur regiert werden, statt nicht gleichzeitig auch selbst Regierende zu sein. Das ist das, was wir heute brauchen und das ist das, was, wo wir heute sehr, sehr, sehr profitieren könnten von den Erfahrungen der griechischen Antike, sowohl von ihren Defiziten, von ihren Fehlern, als auch von dem, was sie besser gemacht haben bereits, als wir es bisher tun in der Neuzeit und in der Moderne. So sehe es zumindest ich. Ceterum censeo, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass solche eine Isonomie, in der wir alle gleichermaßen Gesetzgeber sind, dass eine solche Gesellschaft in der Politik losen muss.